Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, das vorne herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Nachdem wir in der vorletzten Aufnahme zwei Spiele in Folge gewonnen haben und in der letzten Aufnahme zwei Spiele in Folge verloren haben, hoffe ich mal, dass diese Serie sich fortsetzt und wir jetzt wieder zwei Spiele in Folge erstmal gewinnen. Die Niederlagen waren unverdient, meiner Meinung nach. Aber es wäre nicht so, dass ich hätte beide Spiele gewinnen müssen, sondern das, denke ich, waren beiden Spielen unentschieden, wäre verdient gewesen. Und das Einzige, was ich mir vorwerfen muss, ist, dass ich vielleicht beim letzten Spiel ein bisschen zu hektisch am Ende gespielt habe, als ich 2-0 hinten lag, es vielleicht ein bisschen zu sehr zwingen wollte, es mich vielleicht ein bisschen zu sehr aufgeregt hat. Da muss ich abgeklärter weiterspielen, weil bevor es dieses 2-0 stand, habe ich viel besser gespielt, habe ich mir mehr Chancen rausgespielt. Es kann natürlich auch daran liegen, dass der Gegner vielleicht, wie heißt's, defensiver gespielt hat, etc. Dann halt dadurch besser stand hinten. Oh, mal wieder nicht ganz so gutes Team, nachdem wir zweimal in Folge verloren haben. Vielen Dank. Aber ich muss noch mal mein Pullover ausziehen. Aber das darf mir halt nicht passieren. Ich muss dann einfach so abgeklärt oder einfach noch besser weiterspielen, als das vor dem Rückstand der Fall ist. Geil, dass ich gerade nicht steuere, weil ich. Na, ihr wisst Bescheid. Dann muss ich dann einfach noch abgeklärter spielen. Und mir halt weitere, zumindest weitere Torschancen rausspielen. Das bedeutet nicht, dass ich automatisch gewinne oder so. Aber ich will wenigstens sehen, dass ich zu Chancen komme, was halt nicht der Fall war. Oh Gott, es geht ja schon wieder gut los. Egal. Gegner auch ziemlich aggressiv, aber macht es bisher eher gut als schlecht. Sehr schön. Wird als Foul gewertet? Das war kein Foul. Haben lange kein Tor mehr über eine. Ach, super schlecht. Über eine Flanke oder eine Ecke gemacht. Also, ja, Flanke generell halt. Es war Ball gespielt, aber auch viel Mensch dabei. Also, weiß ich nicht. Das kann man, denke ich, auch pfeifen. Genial gespielt, aber es reicht nicht. Ja, wusste ich, deswegen bin ich mit Süle dahin gelaufen. Schade. Schade. Scheint nicht wirklich gut durchzukommen, das gefällt mir schon mal. Oh! Schade.
Doppelt schade, ich wusste nicht, dass ich da durch bin, dass er da so aggro drauf geht. War geil geklärt. Ey, das ist eigentlich gelb, es war von hinten. Stellungsfehler. Also wir haben da erstmal ziemlich im Sack momentan. Wir haben da ziemlich eingeschnürt. Das müssen wir nur noch einen Tor draus machen. Ja. Was soll auch Ginter da für einen Schuss raushauen? Als Innenverteidiger. Ah, ich musste da schießen. Ich meine, manchmal. Ich glaube, er hat sogar schon mal so einen krassen Distanztreffer gemacht, oder? Der Seite ist gar niemand. Scheiße, Schmelze muss alleine machen. Sorry, aber beide Pässe waren jetzt gerade richtig schlecht ausgeführt von meinen Spielern. Rächt er denn jetzt nur noch? Schade, dass mich nicht getroffen hat. Okay, geht der Typ gerade auf Tilt? Hat er keinen Bock mehr? Es fühlt sich gerade fast so an, oder? Hoffentlich macht er so weiter, weil dann ist es ein easy Sieg für mich. Aber er muss erstmal so weitermachen. Wir müssen ein Tor schießen vor allem. Aber wenn wir jetzt ein Tor schießen, dann wird er noch angepisster sein. Nur auf den Torhüter, toll. Aber wir hätten den Ball gehabt, Mann. Kannst du doch nicht abpfeifen. Er hat null mal bisher geschossen. Das gefällt mir schon mal. So, dann müssen wir jetzt mal das Tor machen. Schade. Danke, Tolisso. Nein, Scheiße.
Eine geile Ballmitnahme von Tolisso. Komm, danke. Schade. Hat Werner einfach zu wenig Körper. Er spielt jetzt leider besser als am Anfang. Nicht mehr so aufgeregt, macht viel weniger Aufbaufehler. Kombiniert sich besser durch. Aber immerhin noch keinen Schuss abgegeben, das ist schon mal nicht schlecht. Haben wir hoffen, dass der erste da nicht direkt drin ist. Bitte vom anderen abgefälscht? Nein, vom eigenen. Danke. Oh, er hat aber auch ein Glück, ey. Ich hab's gesagt. Ach, es war Abseits. Oh, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, dass es Abseits war. Oh, Zuber und Pulisic haben noch ziemliche Power, aber ich nehme dann trotzdem erstmal Pulisic runter. Danke, dass es Abseits war, ey. Vielen, vielen Dank. Das hätte mich aufgeregt. Erster Schuss und dann direkt ein Tor. Aber er spielt jetzt wirklich besser, muss man leider zugeben. Drei Mann, super eng. Weil der jetzt irgendwie Pressing spielt oder so, aber es ist krass. Ich bekomme hier einfach keinen geilen Aufbau mehr hin. Rück doch mal den Ball raus, ey. Foul! Er hat's leider gut gespielt. Ich weiß nicht, wo er das plötzlich herholt. Er hat's vorher so beschissen gespielt. Jetzt spielt er so gut. Oh, es ist trotzdem nicht verdient, dass er gewinnt, weil wir in der Anfangsphase halt die guten Chancen hatten. Hätten wir sie natürlich nutzen müssen, aber trotzdem. Das ist bitter, ey. Das ist richtig bitter. Was war das denn wieder?
Quäntchen Glück, was ich halt nicht habe, scheint er halt zu haben. Fuck, wir verlieren das dritte Spiel. Und das ist auch meiner Meinung nach unverdient. So eine Scheiße, ey. So eine beschissene Scheiße. Ein Schuss und er gewinnt. Unglaublich. Aber ich muss zugeben, das Tor hat auch gut rausgespielt. So ein Scheiße. Fuck! Drittes Spiel in Folge, ey. Zum Kotzen. Natürlich haben wir Man of the Match. Was sonst? Fuck you, ey. Oh, das regt mich auf. Mann! Ein beschissenes Maler geschossen. Wie gesagt, er hat das auch gut rausgespielt. War die beste Chance im Spiel. Er macht da verdient in der Situation das Tor. Aber insgesamt, ich muss halt vorher schon eins machen. So ein Dreck, so ein Elender. Fuck, Mann. Drei Spiele in Folge verloren. Jetzt können wir uns Elite 3 abschminken. Wir standen bei 10 zu 3. Wir standen bei 12 zu 4. Also, und jetzt stehen wir bei, weiß ich nicht wie viel, aber total beschissen stehen wir mittlerweile. Und wir müssen jetzt, glaube ich, 6 Spiele in Folge gewinnen, um Elite 3 zu werden. Ey, das ist zum Kotzen. Und 3 Spiele in Folge, alle 3 Spiele in Folge, die wir gerade verloren haben, hätten wir nicht verlieren müssen. So zum Kotzen. Vor allem der letzte Gegner, er schießt halt ein beschissenes Mal. Er schießt ein beschissenes Mal. Aber ich hätte es auch besser verteidigen müssen. Punkt. Ob ich besser verteidigen kann, weiß ich nicht. Aber ich hätte es besser verteidigen müssen. Vor allem am Anfang. Ich muss halt einfach meiner Überlegenheit das Tor machen. Hat kein einziges beschissenes Mal geschossen in der ersten Hälfte. Und in der zweiten Hälfte hat er einmal geschossen und gewinnt dieses dreckige Spiel. So, jetzt konzentrieren. Und das Spiel gewinnen, verdammt nochmal. Und jetzt ist da was? Ist mir jetzt scheißegal. Wir gewinnen jetzt die restlichen 6 Spiele, weil ich Elite 3 werden will. Punkt. Ist mir scheißegal jetzt. Wie schwer das ist oder so. Spielt alles keine Rolle. Wir gewinnen jetzt die letzten 6 Spiele in Folge. Punkt aus Nikolaus. Wir fangen jetzt hier an. Hab direkt auf Schießen gedrückt. Er schießt natürlich nicht. War eigentlich das 1-0. Das hat er schlecht gelöst. Es war ein normaler Pass, er war trotzdem zu straff. Aber ich muss aufhören, mich über das aufzuregen. Wir haben gute Chancen jetzt schon rausgespielt. Wenn es so weitergeht, dann schießen wir ja auch das erste Tor. Das wäre krass gewesen, wenn er den reingemacht hätte. Hätte ich vielleicht nochmal zurücklegen müssen, den Ball. Schön gemacht mit Gulam. Boah, was für ein Pass.
Foul. Oh, es geht die Scheiße schon wieder los. Ich sag gar nichts. Jetzt reg mich nur auf. Lagerto ist mir scheißegal. Wir hatten so viele Chancen vorher. Schön, dass Quadrat auch mal wieder eins macht. Gut gemacht mit Koulibaly. Auf flach. Oh, Icardi, Mann! Was machst du denn? Warum schießt denn da keine Tore mehr? Ich bin gerade viel zu aufgebracht. Warum reg ich mich so auf? Verdammt, steht 1-1. Aber El Shaarawy hätte das Ding machen müssen. Icardi hätte das Ding machen müssen. Also, er wäre auf jeden Fall schon wieder eine 2-1-Führung äußerst verdient. Eigentlich müsste sogar schon 3-1 stehen oder so. Egal, wir spielen immer noch gut, wir spielen unsere Chancen raus. Nur eine Frage der Zeit, bevor wir hier das 2-1 schießen. Klar, muss ich denken, positiv denken, muss aufhören, so negativ zu sein. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt so angepisst bin. Oh, ich wollte ihn nicht lupfen. Aber egal, wieder eine gute Chance rausgespielt. Quadrado macht sie wieder nicht. Also ich denke, Quadrado fliegt raus. Bin ich momentan eigentlich sehr fest von überzeugt. Das Problem ist halt auch bei ihm, er muss sich halt gegen Philippe Andersson durchsetzen, der richtig gut spielt. Weil der Gegner ist echt schwach. Ich verstehe nicht, warum ich gerade so beschissen spiele, dass ich die Tore nicht mache. Ich bin so unzufrieden mit meiner mit meinen Abschlüssen, die eigentlich sonst immer ziemlich gut waren. El Shaarawy muss ein Tor machen. Quadrado hat eine Chance. Icardi hat eine Chance. Traurig. Ich verstehe gerade nicht, was ich hier falsch mache. Oder es ist halt wirklich gerade so, dass ich einfach nur verdammtes Pech habe und die geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Dinger halt nicht reingehen, gerade immer zieht. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube auch, ich bin einfach ein bisschen zu angepisst. Das merke ich ja. Ich reagiere zu emotional auf die Sachen. Muss runterkommen. Können wir froh sein, dass es nicht das zweite war, war eigentlich eine gute Situation für ein Tor.
Drehung auch noch. Das gibt's doch nicht. Wollte mir den Ball so nicht vorlegen. Alter, der Gegner ist so schlecht. Oh, das ist so traurig. Ja, es hat er gut gespielt, nicht scheiße verteidigt. Punkt. Egal. Trotzdem unverdient. Schöne Ballannahme, Quadrado. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Wir haben so gut angefangen, wir haben so gut gespielt. Wir haben vor allem gegen richtig gute Gegner gewonnen und jetzt gegen die ganzen billigen Scheißgegner verlieren wir. Das gibt's gar nicht. Wir hier alleine für krasse geile Chancen gehabt haben. Och, bitte lag doch einfach noch mehr. Ich glaube, ich rede jetzt gar nicht mehr in dieser Folge, bis sie vorbei ist, weil ich gerade zu angepisst bin. Das Problem ist halt, ich muss die restlichen Spiele halt auch noch beenden. Das ist echt scheiße. Eigentlich ist jetzt die Zeit für nächster Tag, aber ich habe keinen nächsten Tag mehr. Och, natürlich. Alu, was sonst? Foul. Oh, es wird nicht gepfiffen. Krass. Ach so, ich wollte nicht mehr reden. Ich Vollidiot. Wie kann denn Icardi den wieder nicht reinmachen? Was ist denn gerade los, verdammt? Es wurde aber auch Zeit! Icardi! Meine Fresse! Und jetzt machen wir noch eins, komm! Das wäre sowas von verdient. Ich habe echt gedacht, den verschießt er wieder.
Och, Brozovic! Ja, wieder, das gibt's gar nicht. Wieder ein Spiel, was wir unverdient verlieren. Herzlichen Glückwunsch. Oh, ich glaube, ich werde die nächsten Spiele gar nicht mehr reden, weil mich kotzt es einfach gerade nur an. Ich habe keine Bock, eine Pause zu machen, dann wird es mir dann einfach wieder zu spät. Dann bin ich auch müde. Von daher, wir spielen jetzt einfach die restlichen Spiele noch. Wir versuchen noch irgendwie Gold 1 zu werden. Wir sind noch nicht mal Gold 2. Wir brauchen noch einen Sieg. Wir hatten eigentlich... Ja, alle Karten, um Elite 3 zu werden, aber die haben wir mittlerweile verspielt, nachdem wir jetzt hier viermal in Folge unverdient verlieren. Krass, ich raff's nicht, ich versteh's einfach nicht, ich versteh auch nicht, was Icardi macht. Ey, der hat so viele Chancen vergeben. 37 Spiele, die Statistik ist immer beschissener geworden, wir machen immer noch ein Tor mehr pro Spiel, aber was ist denn da los? Ich versteh's einfach nicht, ey, so krass. Ich will ihm aber auch eigentlich nicht Sniper geben. Das gibt einfach keinen Sinn, ihm Sniper zu geben. Oh, fuck. Nee, ich gebe ihm auch keinen Sniper. Das ist so eine Verschwendung. Egal, bis zum nächsten Mal, euer Paxis.